Chemische Elemente. In unserer alltäglichen Umgebung sind nur wenige Gegenstände zu finden, die überwiegend aus einer einzigen Atomart bestehen. Aus Eisen zum Beispiel oder aus Kohlenstoff, der Hauptbestandteil dieser Bleistiftminen. Wir betrachten jetzt einige andere Stoffe, die etwas komplizierter beschaffen sind. Das Wasser. Speisesalz aus der Küche, der Name Jodsalz, verrät noch einen Zusatzstoff. Und Butan, die Füllung eines Gasfeuerzeugs. Die kleinsten Teile oder Einheiten dieser Substanzen enthalten jeweils zwei verschiedene Atomarten. Weil die Atome in den kleinsten Teilchen dieser Stoffe auf bestimmte Weise miteinander verbunden sind, bezeichnen wir sie auch als chemische Verbindungen. Wir wollen dies zeigen, indem wir eine der Substanzen, das Wasser, in seine Bestandteile zerlegen. In dieser Apparatur, die im Wesentlichen aus zwei miteinander verbundenen senkrechten Glasrohren besteht, lassen wir auf Wasser Gleichstrom einwirken. Nach dem Einschalten können wir an den elektrischen Polen, die hier Elektroden genannt werden, die Entstehung von Gasbläschen beobachten. Durch die besondere Form des Gefäßes sammeln sich die Gasblasen getrennt voneinander in den beiden äußeren Rohren. Von dem Gas an der negativen Elektrode entsteht doppelt so viel wie von dem anderen. Es ist ein farbloses, brennendes Gas. Das chemische Element Wasserstoff, dessen Atome mit dem Symbol H bezeichnet werden. Das Glas im anderen Rohr lässt einen glimmenden Holzspan hell aufflammen. Es fördert die Verbrennung. Auch dieses Glas ist ein chemisches Element, der Sauerstoff. Das chemische Symbol für diese Atomart ist O. Wir haben also durch den elektrischen Strom die Verbindung Wasser in die chemischen Elemente zerlegt, aus denen sie aufgebaut ist. Da vom Wasserstoffgas das doppelte Volumen entstanden ist, dürfen wir nach Avogadro vermuten, dass in der chemischen Verbindung Wasser die beiden Atomarten im Mengenverhältnis 2:1 enthalten sind.